Heute starten wir mal in den Niederlanden und zwar in Nijmegen und fahren jetzt erstmal nach Arnhem und dort werden wir dann mit einem Stadler GTW von Breng fahren. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report und auch dem ersten Video einer Serie jetzt aus den Niederlanden. Ja, wie gesagt, sehr früh am Morgen gestartet in Nijmegen. Hier geht es erstmal mit einem Firm nach Arnhem. Arnhem hat einen total interessanten Bahnhof, also architektonisch sehr, sehr sehenswert. Den habe ich mir natürlich erstmal angeschaut. So früh am Morgen war das natürlich noch alles schön leer hier. Und ja, man sieht es hier schon, also in der Bahnhofshalle, das ist total beeindruckend. Also wenn ihr mal in der Gegend seid oder dort vielleicht sogar umsteigt, unbedingt mal kurz in die Bahnhofshalle gehen. Das ist architektonisch wirklich absolut spannend. Ja, und jetzt fahre ich hier mit Breng. Hier seht ihr gerade einen Flirt von Abellio, die fahren also von Deutschland hierher nach Arnhem. Und hier steht jetzt mein Breng Stadler GTW nach Doetinchem. Diese Linie wird von zwei Bahnunternehmen betrieben, mehr dazu später. Hier erstmal der Innenraum, ihr seht schon sehr, sehr schön, sehr farbenfrohe Sitze in der zweiten Klasse. Von den Innenräumen her also einer mit der schönsten, die ich so kenne. Die erste Klasse dann bestehend aus zwei Vierer-Sitzgruppen mit den gleichen Sitzen, allerdings mit Leder bezogen. Und wir fahren jetzt hier erstmal aus Arnhem raus, kommen wir erstmal durch die Vororte. Und ja, wie gesagt, diese Strecke wird von zwei Bahnunternehmen betrieben. Hier überqueren wir gerade die Geldische Eisel. Das eine Bahnunternehmen ist Arriva und das andere ist Breng. Arriva fährt diese Strecke noch deutlich weiter. Arriva fährt bis Winterswijk und Breng verstärkt diese Route hier bis Doetinchem. In Doetinchem Ende die Breng-Züge alle, die Arriva-Züge fahren fast alle noch weiter bis nach Winterswijk. Deswegen fährt Breng auch nur unter der Woche, nicht am Wochenende, weil das eben ein reiner Verstärkerzug ist, der eben von dieser eigenen Marke betrieben wird, die hier normalerweise hauptsächlich den Busverkehr abwickelt. Das ist also die einzige Bahnstrecke, die Breng betreibt und da kommen hier eben die Stadler GTW zum Einsatz. Arriva verwendet dieselben Fahrzeuge, allerdings eben dann mit der anderen Ausstattung, mit der Arriva-Ausstattung. Ich bin hier in Doetinchem de Hut ausgestiegen, das ist eine Station vor dem Hauptbahnhof von Doetinchem. Ich bin deshalb dort umgestiegen, weil ich dort einen etwas entspannteren Umstieg habe und fahre jetzt hier mit dem nächsten Zug mit Arriva zurück nach Arnhem. Also ihr seht schon sehr ähnlich ausgestattet, nur andere Farben. Den Arriva GTW werde ich euch auch später nochmal ausführlicher zeigen können. In diesem Video sollte es jetzt hauptsächlich um den GTW von Breng gehen. Insgesamt hat Breng 9 Stück von den Stadler GTW, die sind dreiteilig. Und das Besondere am GTW ist ja, dass er neben den drei Fahrgastteilen noch einen Maschinenraumteil hat. Das heißt, der Motor ist nicht unter oder über dem Fahrzeug angebracht, sondern in einem extra Wagen und dadurch ist er natürlich besonders ruhig und leise im Vergleich zu anderen Dieseltriebwagen und Triebfahrzeugen. Und das ist eben der große Vorteil vom Stadler GTW. Hier fahren wir jetzt wieder über die Geldische Eisel und kommen damit dann langsam wieder zurück nach Arnhem. Die volgende Station ist Arnhem, tevens het eindpunt van deze trein.
Denkt u bij het verlaten van de trein aan uw bagage. Station Arnhem. U kunt hier overstappen op de trein richting Utrecht, Nijmegen, Deventer en Tiel. Hier in Arnhem steige ich dann um und hier geht es dann im nächsten Video auch weiter. Das war's damit erstmal hier für das Video über den Stadler GTW von Breng. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Wie gesagt, es werden jetzt noch einige Videos aus den Niederlanden kommen, wo wir auch noch einige neue Fahrzeuge und verschiedene Bahnbetreiber sehen werden. Hoffe, ihr findet das interessant. Wie gesagt, hier seht ihr jetzt erstmal, wann das nächste Video kommt und auch von wem die Musik stammt. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich natürlich auch über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen.